Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem Mittwoch. Ja, kaum hat man mal den Eindruck, dass wir es mit ein bisschen stabilerem Sommerwetter zu tun haben, ist das Ganze schon wieder Geschichte. Ja, der Wochenbeginn ja doch vielerorts mal wirklich sonnig, trocken mit entsprechend sommerlichen Temperaturen. Ja, aber dann ging es ja gestern Abend im Laufe des Abends ganz im Westen schon los mit Gewittern, die sich dann auch in der Nacht weiter ausgebreitet haben. Und auch in den nächsten Tagen werden uns halt Gewitter, kräftige Gewittergüsse, auch teilweise mit Starkregen und auch lokaler Unwettergefahr begleiten. Ja, ich habe mir das alles natürlich ganz genau mal angeguckt jetzt heute Morgen und ich muss sagen, Mann, 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 was ist das Ganze komplex und schwierig? Irgendwie eine einigermaßen detaillierte Vorhersage, was so den zeitlichen Ablauf betrifft, auch was räumliche Eingrenzung betrifft, was Genaueres zu sagen, das ist unheimlich schwierig bei dieser Wetterlage. Die Modelle tun sich da sehr schwer. Wir werden das mal so ein bisschen versuchen, aber es wird halt noch viele Fragezeichen geben, die werdet ihr auch in meiner Moderation entsprechend raushören können. Ja, wir gucken kurz nochmal zurück auf den gestrigen Abend bzw. zurückliegende Nacht mit einer Blitzanimation. Wollen uns noch mal anschauen, was da passiert ist. Es ging ja gestern Nachmittag los, westlich von uns, über Belgien, über den Niederlanden. Schwere Gewitter, schwere Unwetter, die sich dort gebildet haben. Wir sehen diese Blitzaktivität und das Ganze hat sich dann im Laufe des Abends auf den äußersten Westen ausgebreitet, ist dann in der Nacht noch ein bisschen weiter Richtung Landesmitte, also Richtung Niedersachsen, östliches NRW, weitergezogen. Hat sich ein bisschen abgeschwächt, aber von den Gewittern haben noch viele was gemerkt. In den Frühstunden haben die dann auch schon teilweise in Thüringen und Unterfranken erreicht. Ja, und dazu war es ja auch eine schwülwarme, drückende Nacht vielerorts oder gerade nach Osten und Süden hin gab es sogar eine Tropennacht, also Tiefstwerte von über 20 Grad. Ja, Fotos haben uns natürlich auch erreicht, wo natürlich Gewitter sind, seid ihr natürlich auch aktiv und habt uns viel zugeschickt, wie immer ein paar Blitzimpressionen. Natürlich besonders eindrucksvoll immer nachts, wenn dann halt auch ja, das Ganze noch eindrucksvoller wirkt. Ja, und besonders viel war ja westlich von uns los. Über den Niederlanden schwere Gewitter, Unwetter. Hier hat auch Daniel nochmal ein schönes Shelf Cloud aufgenommen. Den Namen der niederländischen Stadt, den schenke ich mir mal. Da breche ich mir nur die Zunge. Ja, und es hat auch verschiedene Superzellen dort gegeben. Über Belgien, über den Niederlanden. Und besonders schwer betroffen war gestern auch Brüssel, also die belgische Hauptstadt. Auch dort ist gestern Nachmittag eine schwere Superzelle hinweggezogen, hat ja schwere Unwetter gebracht, orkanartige Böen, drumherum auch Orkanböen. Es gab schwere Sturmschäden. Ja, alles in allem muss man sagen, es hätte sogar wahrscheinlich noch mehr passieren können, wenn mal wirklich so eine Superzelle über eine Großstadt hinwegzieht. So wie ich das gesehen habe, blieben die ganz großen Katastrophen aus. Also es ist, glaube ich, keiner ums Leben gekommen oder keiner groß zu Schaden gekommen. Das hätte bei einer solchen Superzelle noch entsprechend anders aussehen können. Ja, gucken wir noch mal kurz jetzt auf den heutigen Mittwoch. Auch da gibt es schon diese besagten Fragezeichen. Was, wann und wie passiert? Wir haben ja heute Morgen schon diese Gewitter über Unterfranken, Thüringen, teilweise bis nach Sachsen-Anhalt. Und ja, Verbindung mit einer Kaltfront. Jetzt heute verlagert sich das immer mehr in den Osten und Nordosten. Und wir sehen hier mal in der Animation aus dem aktuellen ID2-Modell, das haben eigentlich alle Wettermodelle, dass noch mal eine Intensivierung, eine neue Zündung Richtung Nordosten erfolgen soll. Also so Berlin nördlich, nordöstlich davon. Das ist hier nochmal sich verstärken kann und hier hat auch wirklich heftige Gewitter lokal zumindest mit Unwettergefahr entwickeln können und das Ganze verlagert sich dann weiter nach Polen, wo dann noch größere Unwettergefahr besteht, wo dann wahrscheinlich auch Superzellen vermehrt dabei sein können. Hier noch die lange Einstrahlung, hier die schwülwärmste und schwülheißeste Luftmasse, hier kann am meisten passieren. Frage ist noch, was kommt dahinter noch nach? Wir sehen hier in der Animation auch so Richtung Westen, kann es durchaus noch mal Schauer und Gewitter geben. Wahrscheinlich alles ein bisschen schwächer als das, was man jetzt hier heute noch Richtung Nordosten erwartet. Frage ist auch noch, was so im Süden passiert. Auch da haben manche Wettermodelle, gerade das Super-HD-Modell, auch noch mal Entwicklungen in Bayern drin. Auch da könnte es örtlich noch mal kräftig zur Sache gehen. Das sind noch die Unsicherheiten, wo es dann noch mal neu zündet und wo sich es weiterentwickeln kann. Ich habe diese Animation noch extra mal relativ lang laufen lassen. Wenn ihr nämlich mal in die Nacht schaut, da hat das Modell nämlich wieder neue Schauergewitter drin, die von Frankreich her aufziehen und sich sehr recht flächig doch bis in die Mitte, bis nach Nordbayern, bis nach Thüringen, bis nach Hessen teilweise ausweiten. Also da können neue Gewitterergüsse aufziehen. Ja, so habe ich mir auch bei der Nachtkarte eigentlich schwer getan, schon mal hier irgendwelche Regionen außen vor zu lassen. Wo man sagen kann, wo wahrscheinlich keine Schauer oder Gewitter auftreten, ist der Nordwesten. Hier fließt etwas stabilere Luft ein, hier ist es auch ein bisschen kühler. Wir sehen schon Tiefstwerte, so 14, 15 Grad. Ansonsten kann es eigentlich überall nochmal zu Schauern und Gewittern kommen, teilweise nach Osten hin, die abziehen. Auch in Bayern ja vielleicht aus den Abendstunden heraus noch was möglich. Und dann, wie gesagt, nochmal neue Entwicklungen, die zumindest das ID2-Modell drin hat, die sich so von Frankreich her noch
nochmal Richtung Mitte verlagern können. Und dazu wird es auch wieder eine warme Nacht sein, nicht mehr ganz so hohe Temperaturen, nicht mehr ganz so schwül wie noch in der zurückliegenden Nacht. Trotzdem nach Osten und Südosten hin teilweise Tiefstwerte 18 oder 19 Grad. Ja, die Fragezeichen gehen weiter natürlich am morgigen Donnerstag. Da hängt das Ganze natürlich davon ab, was schon in der Nacht passiert. Und sollten dann sich wirklich schon mal so schauerartige, gewittrige Regengüsse in der Nacht schon mal so über die Mitte hinweg verlagern, besteht halt das Potenzial, dass die dann halt Vormittag schon in den Osten ziehen. Das heißt, die Hauptaktivität könnte morgen wirklich schon recht früh liegen mit einem Trog, Vormittagsstunden bis in den Mittag hinein, dass sich das Ganze auch weit in den Osten ausweitet. Und dann könnte es sein, dass nachmittags insgesamt so eine Abschwächungsphase ist, so ein leichter Höhenrücken reinkommt, es doch häufiger trocken ist und nur noch zu lokalen Schauern und Gewittern kommt. Dazu die Sonne dann auch wieder etwas häufiger mit dabei ist. Insgesamt weiterhin wohl am wenigsten Richtung Westen und Nordwesten, wo die Luftmasse am stabilsten ist, wo es auch insgesamt im Verhältnis zum Osten und Südosten die niedrigeren Temperaturen gibt. Nicht mehr ganz so die große Hitze, Schwüle wie noch heute im Osten und Südosten. Trotzdem könnten wir hier auch noch mal bis knapp an die 30 Grad rankommen. Ja, und dann gilt es schon wieder, die Blicke Richtung Frankreich zu richten, denn es ist natürlich noch längst nicht Schluss. Nee, da kommt natürlich jetzt kein stabiles Hoch nach, sondern das nächste Gewittertief. Also über Frankreich dann schon durchaus nachmittags, abends die neuen Gewitter, die sich entwickeln können. Und die hängen einfach damit zusammen, dass wir, wenn wir uns mal die Großwetterlage, die Höhenwetterkarte für den Freitag anschauen, weiter in dieser südwestlichen Strömung verbleiben. Das heißt, immer noch so ein Trog, so ein Tiefdrucksystem in der Höhe westlich von uns. Und das sorgt dafür, dass nochmal Zustrom schwülwarmer, schwülheißer Luftmassen gerade in den Süden nochmal einen neuen Höhepunkt dann zum Freitag erreichen wird. Und dann, wenn wir uns da mal die Bodenwetterkarte angucken, denn das ist nochmal markanter. Da sehen wir dann in der Nacht zum Freitag ein neues Tief von Frankreich her aufkommen, ein neues Gewittertief, was sich dann wohl zum Freitag dann irgendwie zu uns reinbewegen wird. Also wir haben zunehmend so eine Tiefdruckrinne, so ein Tiefdruckgebiet, ein neues Gewittertief, was sich zu uns verlagern wird, und das sorgt nochmal wieder zu den Zustrom sehr warmer bis heißer Gewitterluftmassen, während gleichzeitig auf der Westflanke dann kühlere Luftmassen über die britischen Inseln hinweg Richtung Biskaya bzw. Bretagne strömen. Ja, und das bedeutet, wenn wir uns dann mal für den Freitag mal so ein paar Karten hinsichtlich Gewitterpotenzial angucken, das ist jetzt mal zum einen halt wieder der Cape-Wert auf der linken Seite, auf der rechten Seite das atmosphärische Niederschlagswasser. Wir sehen jetzt nicht die ganz großen Cape-Werte, die ganz große Gewitterenergie, aber schon recht flächig, so 1000 Joule pro Kilogramm. Das gepaart mit diesem kräftigen Tief, was reinzieht, gleichzeitig sehr feuchten, schwülwarmen Luftmasse. Wir sehen sehr hohe Werte auch beim atmosphärischen Niederschlag Wasser um dieses Tief irgendwie herumgeführt, das Ganze. Und das auch mit einer Scherung, die wir haben. Das heißt, das ist eine Lage, die durchaus für kräftige Gewittergüsse, teilweise Starkregen, mehrstündigen Gewitterregen sprechen würde. Und wenn wir uns jetzt mal aus zwei Wettermodellen die Niederschlagsmengen für den Freitag anschauen, das sind jetzt die Globalmodelle, ECMWF und GFS, die High-Res-Modelle, also die hochaufgelösten Modelle, die reichen noch nicht komplett für den Freitag, haben aber deutlich größere Peaks noch drin. Also die Modelle ja in der Fläche oftmals ein bisschen zu stark, dafür haben sie halt die Peaks nicht so drin. Und wir sehen schon irgendwie schon doch recht flächig, dass hier größere Niederschlagssignale drin sind. Spricht also dafür, dass wir es mit kräftigen Gewitterregen, Gewittergüssen, teilweise auch Verstärkungen um dieses Tief zu tun haben werden. Aber so eine regionale Eingrenzung ist halt sehr, sehr schwierig, ist eigentlich noch nicht möglich. Ich habe mir das Ganze angeguckt, es ist halt sehr unterschiedlich, wie dieses Tief halt reinzieht und wie sich halt die Gewitter und die Gewittergüsse dann entwickeln können. Aber das Potenzial für Starkregen und auch örtliche Unwetter ist durchaus natürlich gegeben. Ja, und wenn wir uns die Tageskarte für den Freitag angucken, auch da ist noch Spielraum drin, wo jetzt die Schwerpunkte liegen. Ich habe, wie gesagt, auch mal ein paar Warndreiecke gesetzt mit der Bezeichnung, dass es halt nach Osten, Südosten hin wir die schwülwärmste Luftmasse haben. Gleichzeitig aber das Tief eher so Richtung Norden, Nordwesten zieht. Auch hier dann so Niedersachsen, Schleswig-Holstein gibt Signale für große Regenmengen, teilweise über 50 Liter pro Quadratmeter gehen schon manche hochaufgelöste Wettermodelle hin. Also was da wann und wie passiert, ist halt noch sehr
sehr, sehr spekulativ. Wir müssen davon ausgehen, dass wir es mit vielen Wolken zu tun haben, kräftigen Regenfällen schon in der Nacht zum Freitag, die aufziehen von Südwesten her mit dem Tief und die sich dann irgendwie im Freitagsverlauf dann recht flächig ausbreiten werden mit gewittrigen Verstärkungen. In dieser schwülwarmen Luftmasse können halt relativ große Regenmengen dann auch in kurzer Zeit zusammenkommen. Denn wir sehen auch die Temperaturen, die werden immer noch richtig drückend schwülwarm sein, nach Osten hin, Süden hin, große Schwüle, weiterhin mit Taupunkten um die 20 Grad und insgesamt weiterhin sommerlichen Temperaturen mit häufig von über 25 Grad. Ja, gucken wir am Ende nochmal kurz auf einen Trend. Ich habe das Wochenende hier nochmal zusammengefasst. Samstag zieht dieses Tief wahrscheinlich nach Norden und Nordosten raus, Richtung Ostsee. Das heißt, gerade aber noch nach Norden und Osten hin weitere Regenfälle, Gewitter auch möglich. Das Ganze erst so allmählich vielleicht sich so im Westen und Süden so ein bisschen beruhigen würde. Insgesamt gehen die Temperaturen dann wohl zurück. Auf der Rückseite des Tiefs kommt ein bisschen kühlere Luft rein. Wir sehen auch die Nächte wahrscheinlich ein bisschen angenehmer. Gleichzeitig könnte es dann auch zum Sonntag so ein bisschen stabiler werden, aber auch da natürlich noch nicht so alles eingetütet. Auch da sind die Modelle sich noch nicht so ganz einig. Könnte aber sein, dass der Sonntag doch insgesamt so eine Wetterberuhigung bringt und häufiger mal trockenes Wetter und auch entsprechend dann auch mehr Sonnenschein als an den Vortagen. Alles Weitere müssen wir uns in den nächsten Tagen nochmal rantasten. Wir werden auch morgen natürlich nochmal auf die Lage zum Freitag ein bisschen genauer schauen.